Heute habe ich was extrem krasses für euch vorbereitet, Leute. Das sieht jetzt erstmal aus wie ein ganz, ganz normaler Server, meine Freunde. Aber der erste Blick täuscht. Alle 30 Sekunden wird tatsächlich etwas geschehen. Alle 30 Sekunden steigt die Lava an. Unaufhörlich, meine Freunde. Okay, Leute, ihr seht jetzt schon hier. Nee. Oh mein Gott, diese Schweinehunde. Die haben wirklich die komplette Lava ausgetrocknet und hier oben jetzt eine... Oh mein Gott, Moment, Blackscreen, lol. Leute, es ist ja nichts mehr da. Sind alle... Warum ertrinken denn alle? Hä, Team Zuckerrohr, wir leben noch? Reefer Gamespot, lol. LOL! Die haben eine Base unter... No way. Ja, Jungs, ihr wisst, dass wenn die Lava gleich steigt, dass ihr down seid, ne? Hä? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Leute, das Hühnchen ist einfach Revi. Leute. LOL. Okay. Romatra. Hm? Stell dir vor, die ganze Welt ist voller Lava und unten haben es drei Leute einfach überlebt. Okay, Leute. Wie haben die das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich würd sagen, dass alle Leute, die ganz kurz unten in der Base drin sind, mal kurz disconnecten. Und ich alle nochmal bitte, den Server zu rejoinen, meine Freunde. Dann kann ich euch nämlich hier nochmal nach oben teleportieren. Dann kannst du nämlich hier weitergehen. Digga, das ist ja insane. Guckt's euch mal an, Alter. Alle Leute, die jetzt gerne noch weiterspielen möchten, können jetzt gerne wieder hier weiter grinden. Ihr könnt gerne nochmal auf den Server draufkommen, Leute, wenn ihr wollt. Ich bin gespannt, ob hier noch was geht. Okay, so, ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt hier weiter bewegen, Leute. Hört auf, euch gegenseitig zu töten. Und ich setze den World Spawn jetzt einfach mal nach hier oben. So, slash set spawn. Dann ist jetzt das hier quasi der World Spawn hier oben. Und alle können weiter spielen, Leute. To be honest, Leute. Also jetzt mal ehrlich einfach. Wir lassen den Hasen jetzt hier nochmal neu aufleben, Leute, Freunde. Runde Nummer 2. Die Zivilisation hat es hier nicht überlebt an der Stelle. Ich werde jetzt weiter Leute whitelisten. Und dann geht's hier weiter, Leute. Ganz gnadenlos. Der gnadenlose Hase, Leute. Ich mache noch ein paar Bäume hin. Wir versuchen das jetzt nochmal, Leute. Ich bin noch nicht mit dem Ausgang ganz zufrieden. Und bitte pflanzt eigenhändig Bäume nach, okay? Ganz wichtig. Es wird so viel gegrieft. Das kann sein. Das kann sein. Aber es gehört dazu. Es gehört dazu. Was soll ich machen? Das wäre ehrenhaft. Alter, ist der dumm. Elementar rein. Das bist du wirklich selber schuld. Da kann ich dir auch nicht helfen. Essen gibt es keins. Mache ich gleich, Leute. Spawn. Mob. Cow. 50. 50 Kühe wurden gespawnt. Frage ist halt nur wo, wa? Ah, die sind alle unten gespawnt. Lol. Spawnen alle unten. Okay, die spawnen halt alle irgendwie unten. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil es auf Half-Slaps nicht geht. Warte mal. Nö, geht nicht. Okay, wir machen's auf dem Oldschool-Way. So. Okay, Leute, wir spawnen jetzt einfach nochmal richtig, richtig viele hier, Mann. Damit der Hase jetzt hier läuft. Und dann verteile ich einfach noch ein paar Seeds. Hier ist noch Erde, Alter. Ja, Leute, schmeißt die komplette Erde runter oder was? Das war's dann komplett. So, hier, bitteschön. Wir kriegen das jetzt hier nochmal ins Laufen, das Event, weil ich möchte das eigentlich noch nicht abbrechen. So. Essen ist jetzt auch erstmal genug da, würde ich sagen. Bäume. Wir pflanzen so ein paar Jungle-Saplings an, Leute, weil die haben am meisten, die geben am meisten Holz. So. Also die wachsen gar nicht mehr so hoch wahrscheinlich, ne? Müssen wir mal hier gucken. Das ist natürlich das Ding, Leute. Das ist natürlich belastend, Alter. Nehmen wir normale Saplings. Bringt ja alles nichts. Mann, du Bot, Alter. Trottel, Junge, ich bann dich gleich. Okay, Leute, ich glaube, so langsam kann das funktionieren. Also, wie gesagt, ich stelle dich jetzt einfach mal ein an der Stelle hier. Sorg dich mal darum, Digga, dass hier auf jeden Fall alle versorgt werden mit Holz. Das ist ein ganz wichtiger Hase. Und dann werde ich die Lava trotzdem weiter ansteigen lassen. Das ist klar, Jungs. So, Leute, jetzt whitelist ich nochmal ein paar Leute. Also, okay, ihr könnt draufkommen. So, 10 weitere Leute werde ich whitelisten. Ich setze hier nochmal ein bisschen Iron hin. Okay, Leute. Ich glaube, das sollte reichen. Wiki, 4 Leute. Loanix, 5 Leute. Die IP ist wieder streamevent.revinza.tv, Leute. So. Okay. 9. 10. Jetzt gleich. Das ist, glaube ich, jetzt der 10. Shark XL. So. So. Und dann schauen wir später mal, meine Freunde, wie es dann aussieht. So, der muss auf jeden Fall rauf, Alter. So. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall genügend Leute hinzugefügt, Leute. Da läuft der Hase. Ihr seht ja, wer hier noch geaddet worden ist. Barry Inside, Ehrenname. Ich kann nur Leute adden, die auch halt wirklich existieren, Leute. Also wenn ihr euren Namen zu blöd seid zum Schreiben, Alter, dann kann ich da nichts ändern. So. Und ich würde sagen, meine Freunde, das Stream-Event kann wieder starten. Slash Start. Das Event ist bereits gestartet. Slash Pause. Ah, okay. Slash Restart? Nee, warte mal. Ich muss mal gucken, wie das ging. Ein paar Sekunden später. Und dann darf die Lava jetzt wieder steigen, meine Freunde, würde ich sagen. So, Moment.
Nee. Okay, Leute. Und das Event wird wieder gestartet, meine Freunde. Die Lava wird wieder steigen. Slash Delay. Machen wir einfach 900 Sekunden, meine Freunde. Na, sagen wir 660. Das sind... machen wir mal, komm. 720 Sekunden, meine Freunde, steigt die Lava um einen Block. Und ich würde am Ende des Streams nochmal reinschauen. Also, grindet durch. Ganz viel Spaß euch hier. Oh mein Gott, die Lava steigt immer weiter, Leute. Warum ist das... Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Slash pause. Slash TP all. Hört auf zu brennen, ihr Deppen. Wieso verbrennt ihr euch die ganze Zeit? So. Ah ja. Slash set world spawn. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, so viel auf jeden Fall zum Lava-Event. Die Lava ist so hoch gestiegen, dass es wenig Überlebende nur noch gibt. Aber jetzt, meine Freunde, habe ich die Lava nochmal pausiert. Und, ja, wir warten einfach mal. Ihr müsst mal respawnen, Jungs, sonst funktioniert das nicht. Löscht euch gegenseitig, löscht euch. So, Leute, die Lava ist auf jeden Fall extrem hoch gestiegen, wie ihr sehen könnt. So sah es dann am Ende aus. Insane. Wir sind jetzt hier fast auf der höchsten Stufe, Leute. Und, ja, ich würde sagen, die verbleibenden Spieler... dürfen wir jetzt nochmal ein bisschen was grinden. Wir schauen es morgen das letzte Mal vorbei und dann gucken wir mal, was ihr hier über Nacht noch macht. Okay, die Lava hört jetzt aufzusteigen. Ich gebe euch nochmal alles, was ihr braucht. Slash Whitelister. Ja, komm, jetzt kann Shadowclaw auch gewaltet sein. Shadowclaw XD YouTube. So, bitteschön. Pass auf, Romeox, ich gebe dir jetzt mal die Verantwortung, okay? Pass mal auf, hier. Romeox, ich gebe dir Iron Ores. Die teilst du bitte gerecht unter allen Leuten auf. Ja, haben sie gerade schon selber gemacht. Hier sind Saplings. Dann gibt es hier nochmal Lapis. Dann gibt es hier einen Stack Iron Block. Dann gibt es hier nochmal einen Stack Erde. So. Dann gibt es hier Potatoes. Bone Meal. So. Und ihr möchtet... Ich möchte jetzt, dass ihr hier, Leute... Slash Ban Griefer Games Bot. Bye, have a great time. Ist raus. Ich gebe euch hier nochmal ein paar Wassereimer. So. Und jetzt liegt es an euch, meine Freunde, dass ihr hier was draus macht, okay? Also... baut hier noch was Anständiges auf. Ich möchte morgen eine fette, fette Geschichte hier sehen. Und dann bin ich gespannt, meine Freunde. Was ihr draus macht. Hier, Pumpkin, Eis. Ich gebe euch alles, Leute. Ich gebe euch alles. Hier, kriegt ihr Beacons von mir. Ist von mir. Hier, macht euch Beacons. Keine Ahnung, Alter. Macht was Geiles draus, Jungs. Also, in dem Sinne. Hier nochmal Holz, verschiedenes. Holz. Gold. Eisen. Kohle. So. Baut hier was Geiles auf, Leute. Ich will hier was sehen. So. Hier, nochmal ein paar Stock. Dia-Blöcke, Alter. So, tut's alles in die Kiste rein. Ich möchte, dass ihr jetzt zusammenspielt. So, Leute. Also, ich würde sagen, meine Freunde, extrem kranker Stream heute. Ey, wir haben heute 5 Stunden gestreamt. Maximal geil. Wir haben die 2000 Subs hier geknackt, Leute. Extrem nice. Alles Weitere gibt's dann morgen an der Stelle. Okay, Leute, es ist mindestens eine Woche vergangen und der Server lief jetzt eine Woche lang tadellos. Ich habe den Server jetzt mittlerweile mal stoppen lassen von meinen Admins und die Spieler sind auch gerade alle unten. Also das heißt, es ist gerade keiner auf dem Server drauf. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal ganz kurz hier ein bisschen um, wie der Server dann so geworden ist, beziehungsweise was hier passiert ist. Und alter Schwede, da ist wirklich einiges geschehen. Zum Beispiel diese riesige Fontäne hier. Das sieht richtig, richtig insane aus. Dann haben wir hier halt nochmal eine wunderschöne Farm. Hier vorne das Haus sieht leider Gottes gegrieft aus. Oder was ist das hier genau? Ich glaube, das ist... ach, hier hat sich jemand in das Wasserloch vom Bedrock reingebaut. Okay, alles klar, interessant. Keine Ahnung, wie sie... haben sie den Bedrock wegbekommen? What the fuck, Alter? Den kann man doch nicht abbauen. Stimmt nicht. Setup Place, bescheidene Hütte. Okay, Diamantschwerter mit Smite 1. Not bad, Alter, not bad. Dann haben wir hier vorne nochmal eine ganze richtig schöne Enchantment-Hütte. Also Leute, es sieht relativ friedlich hier aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht so aus, als hätte sich hier jemand niedergelassen. Die kleine Residenz von Katerchen. Katerchen, der Ehrenmann, der damals immer bei Revi Sagt gewonnen hat. Das ist die Name von Vive und Vive von Katerchen. Grüße dafür, Vive. Guckt mal bitte, was die hier gebaut haben. Ich meine, hier hat es nochmal eine neue Insel mit Pferden drauf. Lull. Ey, hier ist jemand Pferde am Breeden. Wo kommen denn diese Pferde her, Alter? What the f***? Hier ist dann ein Fichtteich. Hä? Was? Lol, Alter, okay. Das ist insane. Das heißt, die haben Nametags geangelt. Ey, hat sich auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Brücke hier. Eine automatische Hühnerfarm. Alles klar. Gucken wir mal ganz kurz rein. Ist nichts drin, weil die Hühner die ganze Zeit woanders hängen. Aber das ist insane, Alter. Also das ist nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Dann sehen wir hier diese riesigen, gegrieften Steinsäulen halt von der Lava. Diese Lava-Casts, Alter. Insane. Der ganze Boden ist natürlich aus Obsidian, weil sie es alles mit Wasser irgendwie abgelöscht haben. Aber krass, Alter.
krass ist es geworden, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass man mit so ein paar Rohstoffen und sowas krass noch erbauen kann. Vor allem dieser Brunnen hier. Holy sch**. Da muss auf jeden Fall mal ganz kurz der Screenshot her, Leute. Das ist natürlich interessant hier. Auch mit dem Wald und allem drum und dran. Ich denke mal, es waren so vielleicht maximal 10 Spieler. Die haben hier ein Beacon irgendwo stehen, oder? Ihr seht das doch. Ich habe hier ein Beacon. Hier ist irgendwo ein Beacon, Leute. Da! Da ist ein Beacon. Lull. Oh mein Gott. Okay, ich sehe schon. Okay, Leute, dann powern wir den nochmal ein bisschen mehr, den Beacon. Dann geben wir dem noch ein bisschen mehr Boost. Finde ich krass. Finde ich wirklich krass, dass sie sich hier sowas aufgebaut haben. Keine Ahnung. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass es da noch so friedlich läuft, weil PvP ist ja nach wie vor immer noch an, Leute. Klar, die Lava steigt nicht mehr, aber irgendwie die Bedrohung ist ja trotzdem noch da. Wenn man einmal runterfällt, ist man halt raus, ne? Crazy, 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 was die hier gemacht haben. Also echt nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall wirklich achtsam. Geil. Geiles Ding, Leute. Also geiles Ding. Hier vorne ist aber eine Statue von einem Reiter. Alles klar, jetzt ist mein Game fast gecrashed, okay. Lol. Also auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht schlecht, was sie gemacht haben. Extrem insane, Leute. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr vorgestellt, aber ganz ehrlich, eigentlich geht das hier voll klar, weil wie gesagt, sie haben halt alles gemacht, was sie tun konnten. Kriechhaus vom Sklaven Elementar Gaming. Och Gott, Alter. Er wohnt wirklich in so einem Kriechhaus. Alles klar. Ja, nee, ist interessant. Haben sie extrem gut hinbekommen, auch hier mit diesen Kastenbäumen und sowas. Richtig schöne Sache. Ich würde sagen, wir gucken nochmal ganz kurz auf die Schilder drauf. Gott Onetius, Gott Revinzeit, Kaiser Romeox, Kraftgeser, ja, ist okay. Steht einfach, einfach dazugehört, lol, okay. Senatorum, Torium, ja, okay. Es hat sich mal wieder nichts geändert, Team Bambus auf jeden Fall. Mal wieder an der Stelle hier komplett am Rasieren, meine Freunde. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es mal irgendwann eine Konterpartei zu Team Bambus, meine Freunde. Falls ihr darauf Bock habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr beim nächsten Stream-Event dabei sein wollt und ob ihr Ideen habt für das nächste Stream-Event. Ich würde sagen, meine Freunde, ich bin damit raus. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da und bis dann. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.